Wesker? You did a fine job, Barry. Just as I thought. I think you should stay away from Barry, Jill. I hear that his wife and two daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. You are so cruel. Well, you don't have to worry about anything, because you'll be free from this world very soon, Jill. Why do you have to destroy stars? That's Umbrella's intention. This laboratory has been engaging in dangerous experiments, and recently an accident has occurred. Anyway, this disaster cannot be made public. That's why having stars nosing about is so inconvenient. So you're a slave of Umbrella now, along with these virus monsters. I think you misunderstand me, Jill. To me, the monsters you mention mean nothing. I'm going to burn all of them together with this entire laboratory. I must complete my mission as ordered by Umbrella. Barry, go up on the ground and wait there. Barry! Barry's such a fool. He'll be under the control of Umbrella forever. How come both Umbrella and you can intimidate him by taking his family as hostages? Umbrella? Well, I intimidated him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used him for my personal purposes, though both you and Barry seem to think I was following orders from Umbrella. So you're planning something else? If you succeeded in developing the world's most powerful biological weapon, what would you do? What if you were in charge? You must stop this now. You're a brave girl, but if I were you, I wouldn't give up such a big discovery. You guys are idiots. No one understands its real value. So, you're going to steal all the research? Better yet, I'm going to show you the tyrant. Oh! Barry! Sorry, Jill. How is your family? I was listening to what you and Wesker were talking about. I wish I realized it earlier. I thought it must have something to do with Umbrella, you know. So it's all been masterminded by him. But it's good that you know that now. Anyway, let's get out of this house first. Jill! Yes, what? Do you have any idea what Wesker was going to show you at the back of this place? Well, he was talking about the world's most powerful biological weapon, called Tyrant or something, I think. Do you think we could see Tyrant now? Barry, you're so optimistic. It would look bad for stars if we let such a dangerous creature run loose. Maybe you're right. Let's go then. Ja, genau. Gott. Ist ja nicht so, als könnt ihr alles Mögliche vernichten, was so alles so passieren könnte, aber nein. Ihr müsst euch erstmal ein bisschen was angucken wie im Zoo. Can a creature like this really be the ultimate biological weapon? Really? Wesker is a crazy man. Tyrant is not completely developed. But we can't let it live. That must be the computer for monitoring this creature.
Damn you! It can't control what it does. Let me live, Alter! Let me live! Okay, ich wurde erwischt und wir sind noch auf OP. Interessant. Ich werde jetzt erstmal hier warten. Dieser Bossfight ist ein sehr einfacher Bossfight, das kann ich schon mal so sagen. Einfach aus dem Grund, man muss einfach nur hier stehen, ein bisschen rumlaufen, schießen, laufen und wieder schießen und laufen und aber nicht so weit weglaufen, dass man total nicht mehr weiß, wo zur Hölle man ist. Ah, passt das? Ich glaube, das passt. Ja, drei Schüsse erst einmal. Aber man sieht, es verliert kein Blut. Also jetzt gerade verliert es kein Blut. Das könnte ja durchaus ein Zeichen dafür sein, dass eventuell noch was passieren könnte. Ich weiß es ja nicht. Barry? Barry? You're alive. Dummkopf. I'm really embarrassed. I was clumsy. Let's get going. Okay, und ich hoffe einfach mal, dass die Maus nicht wirklich die ganze Zeit schon im Bild war. Weil das wäre doof. Das wäre wirklich doof, aber naja, what will you make? What happened to Wesker? Wesker must have set it off. There's not much time left for us. Okay. Meine Güte. Meine Fresse, das ist echt... Boah. Jetzt müssen wir erst einmal gucken, was wir so alles tun, ne? Jetzt werden wir uns erst einmal Chris holen, denn jetzt sind ja alle Dinge entriegelt worden. Das heißt auch für das Gefängnis. Also das bedeutet es auch für das Gefängnis. Das heißt, wir können jetzt auch Chris retten. Und wir rennen natürlich diesen Drecksviechern wieder in die Hände. Ah! Jetzt gibt's die hier anstatt den verdammten nackten Viechern. Aber naja. Okay, dann werden wir jetzt hier erstmal hingehen. Denn wir müssen ja erstmal Chris helfen. Ich meine, der kann ja nicht alleine aus dieser Zelle raus. Ist ja klar, der ist ja zu dumm, um die Tür zu öffnen. Dann gehen wir erst einmal und danach sind wir schon fast am Ende. Natürlich hört die Musik erstmal auf. Oh, Jill! Sorry for keeping you waiting. So, everything is done? Well, almost, yes. Now let's go. Jetzt haben wir den Herrn am Arsch. Naja, meiste Zeit wird er uns eh vorausrennen. Zumindest geringfügig. Und dann geht es jetzt auch zum Notausgang, den wir bei der ersten Kiste hatten. Let's go. Ich würde ja, wenn die Katze ihn nicht lassen würde. Es gibt doch eigentlich gar keinen sinnvollen Grund, weshalb Jill auf einmal da stehen bleibt und Chris hinterher guckt. Außer Jill ist notgeil. Ach du Heilige! Oh, meine Fresse, okay. Ah, das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Okay, jetzt haben wir hier nochmal ein paar weitere Hampelmänner. Die erledigen wir natürlich jetzt auch erstmal so. Ja, ich werde dafür jetzt einfach mal meinen Granatwerfer verschwenden.
Schön, wie alle Gliedmaßen wegfetzen. Ja, ist gut. Let's go. Ich komm doch schon. Ich will doch nur mal meine Ausrüstung checken. Okay, Ausrüstung checken. Wir nehmen natürlich nur die Colpyton mit, ist klar. Ansonsten... Was kommt ansonsten mit? Heilungssprays en masse. Noch einmal gewichste Kräuter irgendwo. Na komm, nehmen wir das hier mit. Oder? Ich glaube, das hier war's. Und das müsste dann auch passen. Ja, das müsste passen. Wir haben genügend Munition, das sollte eigentlich reichen, aber falls nicht... So, nochmal kurz saven. Immerhin sind wir ja in einem Safe Room, mehr oder weniger. Und Farbbänder hätte ich jetzt sogar so noch genug. Und ich habe jetzt extra einen Platz freigelassen und nicht noch extra Heilung mitgenommen. Denn das machen mit Sicherheit die meisten... Denn es gibt ja etwas, das man noch aufnehmen muss. Ah, ja, ja. Hier vorne, glaube ich. Genau. Hier vorne haben wir nochmal eine Batterie, die wir gleich einsetzen müssen. Ah, Mann. Anstatt die Batterie komplett zu vernichten oder irgendwo hinzulegen, wo man die gar nicht findet. Wesker, nein. Du legst die Batterie natürlich dahin, wo es jeder sehen kann. Nein, nicht nutzen. Rein da, wunderbar. Drei Minuten haben wir noch. First, go first, Jill. But Chris... Give me a chance to play nice guy. Okay, I leave it up to you. See you again at the heliport. Ist ja nicht so, als wäre der Platz für drei Leute, die nach oben gehen könnten. Nein. Oh Gott. Das ist wieder so eine sinnlose Sache. Das ist so... ja. Ah, da könnte ich echt anfangen zu koten, ey. Ja, koten, nicht kotzen. Das ist wieder, das ist nochmal etwas stärker als kotzen. Ah, dann gehen wir schon mal hier hin. Und dafür brauchen wir auch noch ein bisschen was. Eine Leuchtkarete. Hahaha, nein, eine Leuchtrakete. Die wir hier, glaube ich, erstmal entzünden müssen. Damit Brad weiß... Oh, da unten sind welche. Hm. Yay, da ist Brot. Versteht ihr? Brad. Ich sollte aufhören mit den schlechten Witzen. So langsam sicher habe ich das Gefühl, das bringt nicht viel. Und jetzt? Die Zeit läuft weiter. Ja, die Zeit läuft immer noch weiter. Meine Güte, ey. Das finde ich, das haben die ein bisschen zu gay gemacht. Dass die Zeit dann immer noch so lange weiterläuft, ne? Na, komm. Ja, ist gut, Tyrant. Immer noch okay. Interessant, interessant. Dann rennen wir weiter. Und jetzt bekommen wir nochmal was. Ja, ich bin eure Amazone. Eieiei. Oh, danke. Oh Gott, ist der Tyrant dämlich. Haut er uns erstmal direkt dahin, wo wir hin wollen. Ich sehe schon, das wird wehtun. Ah, ja. Alter. Jetzt so langsam kriege ich aber echt die Faxen dicke hier. Ah, meine Fresse, geht doch. Ja, Leute.
Wir haben es geschafft. Resident Evil ist durch. Der Tyrant ist vernichtet. Denn so eine Explosion kann er nicht einfach wegstecken. Und ich hab fast eine Stunde aufgenommen. Das wird natürlich noch ein bisschen länger dauern, ist klar. Die Credits kommen natürlich auch noch rein. Nein, das ist ein sehr interessantes Ende, ja. Jetzt kommt erst nochmal ein bisschen, meiner Meinung nach, Musik, die in ein Porno gehört. Anstatt in Resident Evil. Aber naja, man kann ja nicht alles haben, ne? Okay, das gehört jetzt nicht mehr in ein Porno. Geringfügig. Och, Mann. Ja, hallo Schlangi! Jetzt geht man natürlich erst nochmal mehr oder weniger das gesamte Spiel so durch und so weiter. Das ist im Übrigen die Szene, die passiert wäre, wenn ich die Pflanze nicht einfach mit dem Gift bespritzt hätte. Dann hätte die Pflanze uns gepackt, weggeworfen, glaube ich. Dann wäre Barry gekommen und hätte die mit dem Flammenwerfer weggeburnt. Indiana Jones! Ah! Das ist schon ziemlich genial, wenn man das Spiel endlich durch hat. Ich hoffe aber echt, dass die Maus da nicht drin war, ey. Das wäre so gay für die letzten Parts. Weil ich kann das auch nicht beheben. Das ist so behindert. Ich habe ja auch gesaved, ne? Also da kann ich auch nichts mehr dran ändern. Da muss ich das echt so hochladen mit der Maus dann drin. Naja. Fatality. Nochmal Fatality. Presented by Capcom. Und tot. Resident Evil. Jetzt gibt es vielleicht nochmal so eine kleine Card am Ende, wo man sieht, was ich alles hatte. Okay, ja. Die Musik ist unpassend. But what will you make? 4 Stunden? Okay. Anzahl der Abspeicherungen 0, ist ja klar. Aber hiermit beende ich dann auch das Projekt. Ich hoffe einfach mal, es hat euch gefallen und ja, dann dürft ihr euch in geraumer Zeit natürlich auch auf ein Resident Evil Projekt mit Chris freuen. Das wird natürlich auch nochmal ein besonderer Spaß. Natürlich erstmal für mich, weil ich mit Chris noch nie wirklich oft gespielt habe. Aber naja, dazu kommen wir dann erstmal später. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es irgendwelche besonderen Dinge gab, die euch gefallen haben, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann bei dem Half-Life 2 wieder. Also, tschüssi!